Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen hier wieder bei meinem Video. Und zwar will ich wieder mal was auspacken. Ich habe was ganz Günstiges bekommen zum Messer. Ich habe jetzt gerade viele Videos hochgeladen von deinem Modellbau und kann man da auch ein paar Sachen kaufen. Und das war wirklich sehr günstig. Ein kleines U-Boot. Den kann man im Aquarium oder im Gartenteich lustig hin und her fahren und tauchen mit Fernbedienung. So, das von der Drauf-Fernbedienung und hier das U-Boot. Es gibt das noch in verschiedenen Farben. Ich habe mir lieber das Rot und Gelb genommen, weil bei dem anderen Schwarz und Grau kriege ich nämlich immer Angst. Das erinnert mich immer an Krieg. Hier kann man die ganze Sache aufklappen. Guck mal ein bisschen näher. Hier wird auch so ein bisschen erklärt, was es alles kann. Mit Beleuchtung. Hinten steht drauf, die Länge ist 13 cm, Breite 3 cm, Höhe 4,8 cm, Gewicht 80 Gramm, Tauchtiefe ist maximal 60 cm und ja, Geschwindigkeit ist 0,1 Meter pro Sekunde. Hat drei Motoren und die Reichweite wird mit 5 Meter angegeben in den Bötchen. Nette Verpackung, alles noch schön verpackt. Wie gesagt, ich habe 25 Euro für bezahlt. War sehr günstig, sonst hat man über 30 Euro für das Boot. Und dachte, ich nehme das einfach mal mit. Gucken wir uns mal gemeinsam an. So. Sie gucken, dass alles schön in der Kamera ist. Ach, übrigens, kennt ihr die Ballade vom Taucher? Gluck, 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 wie war er. So, müssen wir es aufschneiden. Und das alles schön in der Kamera immer ist. Hier habe ich nochmal den Garantieschein, alle Informationen, Gehäuse, der Steuerungspropeller. Also wie gesagt, das U-Boot ändert seine Fahrtrichtung dank eines horizontales. Das U-Boot ändert seine Fahrtrichtung dank eines horizontal eingebauten Propellers im hinteren Teil des Gehäuses. Man soll gucken, dass keine Luftblasen im Gehäuse drin sind und weil sonst die Fahrtrichtung beeinflusst werden kann. So, hier haben wir Bedienungsanleitung. Nicht durchgelesen. Die Fernbedienung muss mit Batterien bestückt werden und dort über die Fernbedienung wird das U-Boot aufgeladen. So, alles schön gesichert. Und hier habe ich die Antennen drin, die ich dann draufschalten werde und drauf muss. Alle Kabel hier. Und hier schraube ich die Antenne ein. 35 MHz Bereich muss ich, wenn ich eine gute Reichweite habe, immer ausziehen. So, wieder so ein Schraubdeckel, immer dumm. Normalerweise, wenn es so eine Klappe wäre, dann wäre es schöner. Aber das ist ein bisschen nervig, dann immer mit dem Schraubenzieher reinfahren muss. Hier habe ich Band A. 35 MHz Geschichte, Quatsch, Siemens 20,0 für 5 MHz ist das. Also 27 MHz Band, sorry. So, jetzt packen wir das U-Boot aus. So, das ist das U-Boot. Antennchen dran. Vorne kann ich es aufladen. Stecke ich den Stecker rein. Ne, so rum. Und steckt den Stecker dann hier an der Fernbedienung ein. Ach ja, steht Charger dran. Den muss ich dann reinstecken. Denke ich dann, ich habe, wie gesagt, keine Batterien drin. Vielleicht irgendeine Signalleuchte, die mir signalisiert, dass die
kann sie sagen, aufgeladen ist. Ja, das war's dann. Testfahrt folgt dann im nächsten Video. Da muss ich euch leider ein bisschen vertrösten. Verschiedene Motoren sind drin hier. Eine kleine Schiffsschraube hier. Ich mache mal ein paar Nahaufnahmen noch zwischen rein und damit ihr das noch viel besser sehen könnt. Dann bedanke ich mich noch ganz herzlich fürs Zugucken und ja, falls ihr Lust und Bock habt, euch das irgendwo zu kaufen. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen behilflich sein und Entscheidung abnehmen. Ups, so ist es an. So, und so ist es auf. Es ist schon vorgeladen hier. An. So, ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss.